Die Mädels von Destiny's Child sind ja eigentlich auch nur Menschen, aber das checken viele scheinbar gar nicht so richtig. Beyoncé meint nämlich, die Leute wären immer total geschockt, wenn sie sie mal in Jogginghosen und Schlappershirt im Supermarkt treffen würden. Aber gut, vielleicht sollte sie einfach einkaufen lassen, anstatt selber loszuschlappen. Sie müsste es sich eigentlich leisten können. Diese Woche in England von 0 auf die 5. Hier sind Destiny's Child mit Jumpin' Jumpin'. Destiny's Child mit Jumpin' Jumpin', neu auf der 5. Aber wie es aussieht, müssen sich die Damen bald wahrscheinlich schon wieder neues Personal suchen. Farrah will wohl nämlich nach gerade mal 5 Monaten wieder kündigen. Aber das hatte sich ja schon ein bisschen abgezeichnet, als sie immer am Rummeckern war. Sie hätte gar kein Privatleben mehr und so weiter. Aber wir werden sehen, jetzt sind erstmal die Plätze 1 bis 3 an der Reihe, also dranbleiben. Die präsentiert. 1-2-1-2, check, check. Das, was du hörst, mein Freund, heißt es. Am Donnerstag, den 17. August. Ja, ja, deine Mutter fährt im Stadtgarten Motorrad. 0711 Family Jam. Am Freitag, den 18. August. Subliminal Sessions. Friendly Electric meets Drum Rhythm Night. The Two-Step Garage Summit. Und am Samstag, den 19. August, Beats and Pieces. United Two-Step Convention. Tickets gibt's bei Ticket World unter 0180 500 3066. Mehr Infos auf der MTV Homepage www.mtvhome.de/popcom oder auf der MTV Textpage 195. '93 war sie bei der Originalbesetzung von Eternal dabei und 1995 war Louise die erste, die ausgestiegen ist, um eine Solokarriere zu starten. Tja, aber solche Aktionen gehen ja auch gerne mal nach hinten los, aber nicht bei Louise. Die hat es bis jetzt auf amtliche 8 Top-10-Hits gebracht und hier rollt jetzt der 9. an, von 0 auf die 3, Louise und Too Faced. So, und jetzt gibt es gleich die absolute Nummer 1 aus England, aber vorher nochmal die Plätze 10 bis 2 im Schnelldurchlauf. Stand up, please stand up, 'cause I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady, all you want is
Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up. Please stand up. Man kommt ja zu nichts. Ihr kennt das, ich kenne das und Jay von Five erst recht. Der bräuchte zum Beispiel dringend mal eine Woche Zeit, um alte Rechnungen, Fernsehgebühren und Knöllchen zu bezahlen. Aber ich fürchte mal, daraus wird nichts, denn jetzt müssen Five England das geben, was das Land braucht. Hier kommt die neue Nummer 1 von der Insel, Five und Queen mit der Neuauflage von einem brutal legendären Queen-Klassiker, We Will Rock You. Also, viel Spaß dabei, macht es gut, bis denne.